So, wieder hallo und herzlich willkommen zu einer wunderbaren weiteren Ausgabe hier in Forza Horizon 5. Es ist mal wieder Zeit, es gibt wieder ein neues Auto. Aktuell merkt ihr, ne? Ich bin so im Flow, weil die Fahrzeuge, die in Forza Horizon 5 reinkommen, aktuell ein bisschen meinem Geschmack entsprechen. Und es geht heute schön klassisch in der Geschichte von VW weiter, nämlich mit dem VW Typ 181 oder wie er hier im Spiel heißt, VW The Thing. Beschissen, da könnte ich den Namen nicht aussprechen, weil es sind 2TH und was kann ich im Englischen überhaupt nicht betonen? Genau, diese Buchstaben können mit TH und H, das ist wirklich super. Und wenn das zweimal ineinander kommt, ist das wirklich für mich der absolute Traum der englischen Betonung. Ja, wir haben auch hier diesen wunderbaren Kollegen hier und in Deutschland heißt er nicht The Thing. In Deutschland hat er eigentlich gerne den Beinamen Kübelwagen, was so ein bisschen ja die militärische Ursprungsform dieses Fahrzeugs kennt, weil ja, der Wagen war in seiner Ursprungsform eben, wenn wir kurz gucken, erstmal für die Bundeswehr gedacht. Die Bundeswehr brauchte ein neues, wunderbares Allzweckfahrzeug und dabei wurde dieser Wagen aus dem Boden gestammt mit ein bisschen ja, Käferkarosserietechnik drunter, also nicht Karosserietechnik, Käfertechnik drunter, die ist das, ihr wisst Bescheid, und wurde eben, wie gesagt, am Anfang für den Militär und noch andere Kurierdienste und so genutzt, bis er dann später eben auch für die Öffentlichkeit und Privatkäufer zur Verfügung gestellt worden ist. Und in dem Fall haben wir davon eben eine der Versionen bekommen, wo ich sagen muss, ich finde die ursprüngliche Militär-Kübelwagen-Version bisschen attraktiver, weil die hat noch die kleinen, ich nenne es mal Käferrückleuchten hinten dran und eher hier schon die großen Rückleuchten, die irgendwie ein bisschen unproportional aussehen. Aber ich denke mal, Kübelwagen sagt einem im Deutschen auf jeden Fall was. Aber ja, wie gesagt, wir haben hier diese gewissermaßen ja, zivile Variante, die unter dem, was wir gucken, VW Safari in Mexiko eigentlich lief und in den USA eben den Beinamen The Thing bekommen hatte und Mexiko auch so genannt worden ist, aber offiziell war es der VW Safari Typ 181, den wir hier bekommen haben, und ich persönlich feiere das Ding. Es gibt in Deutschland einige, die Dinger als ursprüngliche Kübelwagenversion, also als Militärversion umgebaut haben mit tiefer Felgen und so. Ist ein ziemlich geiler Stil, feiere ich ein bisschen Hardcore, finde ich ein bisschen cool. Und deswegen freue ich mich auch, dass er hier reinkommt. Also ich finde das Ding halt sehr ikonisch, es ist wirklich ein super cooles Fahrzeug, bin ein sehr großer Fan davon. Wie gesagt, aber mehr mit der Version eben, die kleinen Rückleuchten hat. Aber na gut, wir haben jetzt erstmal das hier und ich bin sehr gespannt, was wir mit dem kleinen Kollegen hier so anstellen können. Ich würde mir natürlich sehr wünschen, dass wir das Dach hier runternehmen können. Das wäre eine coole Tuning-Option, dass man den komplett offen fahren kann. Weil original kann man auch theoretisch hier, ihr seht, sieht man die Scharniere, auch die Windschutzscheibe umklappen und so Kram. Das wäre super cool, wenn man den komplett offen fahren könnte. Ich vermute, es geht nicht. Aber wenn es herausfinden, wenn es geht, wäre es natürlich super cool. So, Motor vorne suchen ist natürlich auch hier wieder Quatsch. Ne? Ist natürlich alte VW-Technik noch. Da hängt natürlich alles wunderbar hinten drin. Ich weiß auch gar nicht, warum das nicht aufgeht, wenn ich es einzeln aufmache. Jetzt geht's auf. Da hängt nämlich die Technik wieder ganz normal hinten drin. Schöner Heckmotor. Ne? Wenn man eigentlich mit Ursprungs-Porsche hier. Einmal weit. Aber ja, es ist in gewissermaßen Porsche fürs Militär. Ne? Wenn man es ganz weit übertreibt, kann man das auf jeden Fall sagen. Wir setzen uns gerade auch einfach mal hier schön rein. Wie gesagt, das Ganze hier natürlich schon ein bisschen mehr ausgestattet, in Anführungsstrichen, weil es eben die zivile Variante ist und nicht nur einfach Nutzen haben sollte, sondern auch. Das waren metallische Türen. Mama mia, da war viel Metall hinter. Finde ich aber gut. Warte, ich will die Türen jetzt auch mal zumachen. Knallen die auch, wenn ich draußen sitze? Das ist ja voll geil. Warte. Warte. Oh. Scheiß auf eine G-Klasse, Junge. Oh, das geht aber runter wie Öl, ey. Oh, das hat ein gutes Geräusch. Warte nochmal. Und letztes Mal. Geht das auch bei der Haube so geil? Oh, ey. Dieses pure Metallgeschepper. Warte, letztes Mal noch. Oh, das ist schön. Es hat vor allem alles eine andere Klangnote. Finde ich sehr gut. Finde ich sehr, sehr gut. So. Wir fahren mal eine kurze kleine Runde. Ich kann euch mal ganz kurz mal Abriss geben, was wir an Leistung hier anliegen haben, weil ich habe gerade echt gerade keine Ahnung. In D100 kann es wirklich nur lächerlich wenig sein. Wir haben eine Leistung von, wenn ich jetzt noch die richtige Taste finde. Falsche Taste, gleich habe ich's. Ich bin gerade zu bescheuert, diese Taste zu finden. Was mache ich denn jetzt hier? Da, er hat es gerade nicht gemacht mit dem Stick. 47 PS, 98 Newtonmeter, 78 Kilo aus dem 1,5 Liter Motor. Das klingt erstmal gut und ich habe schon wieder das Gefühl, das könnte hier potenziell was Cooles geben. Ich weiß noch nicht, ob ich einen Tief machen will oder Offroad machen will. Der fühlt sich hier halt richtig an, ne? So ein bisschen wie ein Beachbuggy. Aber ja, die großen Rückleuchten sind irgendwie weird. Ich kenne den Wagen halt in Deutschland wirklich nur, also rein nur mit den kleinen Rückleuchten. Ich wusste gar nicht, dass es eine größte Variante mit größten Rückleuchten gibt. Ich meine, es ist jetzt auch nicht das klassische Auto im Alltagsbild, was man im Straßenbild sieht. Man sieht ja Käfer schon recht selten. So ein Typ 181 sieht man halt vermutlich noch seltener, weil es ist, wie gesagt, erst schon ein paar Jahre her. Genau, bis 1980 wurde er gebaut. Und ja, ne? Also das ist jetzt auch nicht so das klassische Auto, was man sich damals gekauft hat, weil ausstellungstechnisch auch selbst der Safari ein bisschen spärlich war.
Welches scheiß Navi habe ich denn an? Ach, ich habe irgendeine PR-Zone noch aktiviert. Mann, ist mal hier wieder alles an. So. Aber ja, da geht nicht viel, ne? Ich glaube, da sind wir uns gerade einig. Da passiert nicht viel. Das Ding fährt. Macht, was es soll. Das macht es auch ganz gut. Kann auch wenig kaputt gehen, da muss man einfach sagen. Ist halt geil, ne? Ist halt einfach. Ist halt praktisch. Boah, dieses verbundene Wischergestänge ist ja sick. Dieses verbundene Wischergestänge. Da haben die Wischer. Normalerweise ist dieses Gestänge eigentlich unter der Karosserie verbunden, also in dem Wischwasserkasten, den du hast. Da ist meist das Gestänge, sitzt von unten drunter und fährt von hinten an die Scheibenwische dran. Nicht beim Typ 81, da fährt es von außen dran. Die sind von außen verbunden. Das ist eine interessante Methode. Aber ich habe einfach platztechnisch Platz gespart. Irgendwo sitzt da noch der Wischermotor drunter, aber da hat man sich küchlich entschieden. Lass mal Platz sparen. So, wofür ich jetzt entscheide, lass mal gucken, was wir damit machen können. Es gab gerade keine Taste für. Hey, warte mal, nicht, dass ich es gesehen habe. Es gab keine Taste für das Dach aufmachen während der Fahrt. Nicht, dass ich da unten gerade eine Einblendung neben dem Tacho übersehen habe. Nein. Wehe, ich kann das Dach jetzt nicht runternehmen. Das wäre wirklich traurig. Es ging lustigerweise gerade nicht in den Forza Vista. Es wird natürlich animiert werden, weil du baust es natürlich ab. Das ist hier, seht ihr ja, so eingehakt. Also das. Obwohl, der oberen Teil klappst du schon. Ich hoffe sehr, man kann das Dach abmachen. Ich muss sagen, das ist so ein bisschen der Reiz für diesen Fahrzeug für mich. Bin ich ehrlich mit euch. So, wir können erstmal Motoren tauschen. Das werden wir, denke ich, auch mal tun. Wir haben einen 2 Liter Boxer Turbo Rally. 4 Liter Boxer. 3 Liter Boxer Twin Turbo. Wechseljahr Boxer. Wollen wir in der meisten Leistung anliegen? Machen wir mal hier den 3,2 Liter rein. Und wir bauen ihn mal auf Allrad um, weil der Kollege hat serienmäßig Heckantrieb. So, gut, dann schauen wir mal weiter. Es gibt. Bodykit-Teile gibt. Oh, okay, es gibt ein paar Teile. Oh, wir können wieder ein bisschen in die Ursprungsform gehen. Das sieht bescheuert, dass man uns ganz entfernt. Ah, aber das ist so ein bisschen mehr Militär-Touch. Ja, weil diesen Bügel hat eben auch der Ursprungskübelwagen. Das finde ich sehr schön, dass es die Option gibt. Und wir haben unten noch diese Lippe. Die schenke ich mir jetzt mal. Wir machen mal nur diesen Bügel dran. Dann können wir hier einen kleinen Hexboil drauf machen. Und wir können auch das hier entfernen. Wir können das Dach nicht runter machen. Why? Es schreit mich, dieser Wagen schreit dich regelrecht an, indem du anguckst und so, mach mich auf. Und Forza Horizon 5 so, nein, auf gar keinen Fall, neues Fahrzeug, warum Mühe machen, das Dach zu animieren? Nee. Sie hätten es nicht mal animieren müssen. Von mir ist Knopfdruck, ist einfach weg. Er ist aber weg wie so ein Hardtop, mir doch Bums. Oh Mann, das ist eine fatale Chance. Das ist schade. Das war schön, vorne, wie gesagt, jetzt die größeren, diese Bügel dran machen können, finde ich ganz cool, aber. Das ist schade. Wir bauen das Ding jetzt auf Straße aus. Mir egal. Ich baue das Ding jetzt auf Performance auf. komplette Fehlinterpretation dieses Fahrzeugs. Ich baue da noch eine Zelle an, dass die Rückbank auch keinen Nutzen mehr hat. So nämlich. So, wir haben aktuell 1045 Kilo. Den Motor sei Dank. Können auf 39 runter. Aber ich habe die Hoffnung, dass wir gleich noch ein bisschen mehr mit der Leistung spielen können. Dementsprechend, dass egal ist. Wir bauen ein 7-Gang-Renngetriebe ein. Wir bauen eine Rennantriebswelle ein. Wir bauen ein Renndifferenzial ein. Dann bauen wir schöne Slicks drauf, weil das macht man auf einem Kühlwagen so. 225er, ja, das ist dann 245 hinten. Okay, alles gut, ich nehme alles zurück, das ist wilder Scheiß. Und jetzt noch wilde Felgen. Obwohl, man muss sagen, die originalen Felgen sind ja cool. Die haben ja schon einen Vibe. Was sind das für Felgen? Die sind. Hab ich noch nie draufgepackt, irgendwie, die kommen mir neu vor. Natürlich könnte man natürlich auch hier so rot sowas. Das ist auch sehr militär. Das wäre schon. Das hätte schon einen Vibe, ne? Hier sowas. Wir machen die mal drauf. Das ist schon cool. Vielleicht ein Zoll größer, machen wir mal auf 15 Zoll. So, jetzt gibt es erstmal der schöne, spaßige Teil Spurverbreiterung, wo. Ich will ja nicht reingrätschen, die Karre ein bisschen was gebrauchen kann. Ja, ist immer noch. Ein bisschen mehr wäre immer noch okay gewesen, aber ein kleiner Anfang ist gemacht. Das sieht doch schon mal ein bisschen Arbeit aus. Bin immer noch sehr traurig, dass dieses Dach fest montiert ist. Das ist wirklich zum Kotzen, Leute. Also wirklich. Also ich bin entsetzt. Ich war in letzter Zeit so begeistert von Playground Games und dann jetzt sowas. Mein deutsches Herz rastet innerlich aus, ich sage es euch. So. Mann, das ist ja fast wie ein Maschinengewehr, aber ich ziehe jetzt da keine Vergleiche. Nein, habe ich nicht. Ihr habt damit angefangen. Ich habe hier keine Vergleiche gezogen. Aber ja, schon ein bisschen ratatatata. Es ist absolut faktisch richtig. Ihr habt vollkommen recht. Aber das habt ihr gesagt, nicht ich. Ich bin da jetzt überhaupt eingestiegen, habe euch da beigepflichtet. Dementsprechend. So, können wir noch ein bisschen tiefer. Bisschen noch. Ja. Oh, 1,5 Zentimeter. 1,5 Zentimeter sind 1,5 Zentimeter.
Fakten mit Lukas. So, dann machen wir das Differential mal ein bisschen weiter hin, weil 60%, ich weiß, dass die Kiste untersteuert wie nichts anderes. Und da bin ich nicht der größte Fan von. Jetzt gucken wir mal, wie das Kfz so aussieht. Ja, nett. Offen wäre cooler. Das sage ich jetzt die ganze Zeit. Man kann ihn auch einfach, man kann ihn hier drin aber auch nicht aufmachen. Ne? Es gibt ja also nicht, dass ich in Forza Vista irgendwas übersehen habe. So, ey, hier gibt es so ein bisschen Feature, dass man sich das angucken könnte. Ne, oder? Ne, Tür auf, Tür auf. Nein, dieses wunderbare designte Softverdeck muss draufbleiben. Kam an. Message kam an, merke ich mir. So, wir gucken mal kurz, welche Originalfarben es gab. Gibt es Militärfarbe? Es gibt auch wieder andere Matttöne. Ich muss aber sagen, Matt. Ich. Komm, es gibt doch sicher jemanden schon, der irgendeinen Bundeswehrdesigner so gemacht hat, ne? 2. Weltkrieg, Bundeswehr, möchte ich rein, ein bisschen reingrätschen, ist faktisch falsch, weil ab 68 gebaut, aber ich möchte da auch keinem wirklich reingrätschen, ab wann der 2. Weltkrieg vorbei war. Alles gut, es kam Motorsport. Ist fein, ist gut, ist cool, passt schon. Deutsche Post passt auch, ne? Wurde ja auch teilweise. Behördenfahrzeug, ja, passt auf Bundeswehr. Post. Ich suche mal Bundeswehr. Ich weiß ja nicht mal, wie die Bundeswehr da 68 aussah. Bundesliga, ja. So DFB-Lackierung? Da sehe ich die Kiste ein bisschen drin. Hallo? Spiel? Darf ich jetzt suchen? Oder ist Bundeswehr falsch? Ah, ja, ah. Kurze Ladezeit, kurzer Gedenksekunde seitens Forza, alles gut. Und es lädt nichts. Ah, doch, da. Na, wie's. Das Grün wäre okay. Aber dann nehmen wir irgendwas Militärmäßiges eher, hätte ich gesagt. Ich hätte gerne, auch wenn wir so, ja, so ein Grün halt einfach. Ja, von mir aus auch mit dem Kreuz so leicht abgenutzt. Ach krass, das Hardtop kann man mitlackieren. Nee, ah nee, ist es gar nicht. Nee. Hier, die Fenster kann man mitlackieren, die Fensterrämen, obwohl sie ja auch Stoff sind. Die können ja, wir haben ja auch, die sind ja auch, wie gesagt, einfach so reingeklipst. War Medic, Police Thing. German Army, es ist wirklich, wir nehmen jetzt einfach dieses Verranste hier. Ich weiß auch, dass oben, es ist auch nicht weiter, also ist egal. Ich nehme auf jeden Fall eine Militärsache, weil wie gesagt, dafür bringe ich den Wagen eher mit. Und auf jeden Fall in so einem dunklen, grün, matt. Da muss der Wagen für mich irgendwie sein, ich weiß nicht warum, aber ich kann den Wagen, der Wagen muss schon so einen gewissen Touch haben. Das gehört schon dazu. Es ist, wie es ist. So. The Thing stand auch nochmal hinten drauf. Guck mal, das war schön. Hier sind ein paar Anleihen. Ja, das finde ich direkt cooler. Finde ich direkt cooler. Aber krass, dass man diese Fenster. Obwohl, die Fenster sind schon Metall, ne? Aber die sind halt. Auf einer Seite so lackiert, auf der anderen Seite so. Oder ist es einfach nur ganz schlecht? Ne, es ist. Ne, er hat es so gemacht. Okay, ja, gut, okay. Aber wir haben jetzt Bums. Aber wir werden jetzt genau wieder zu. Wir haben momentan viel zu viele Fahrzeuge, die ich komplett übermotorisiert baue. Weil. Alter. Ey, du kannst hier nicht fahren. Der kriegt keinen Grip. Warum nicht? Wir haben doch sogar Tonne, Alter. Was ist mit dir? Wie viel Leistung haben wir denn anliegen? Ich habe gar nicht die Leistungshecktaten reingeschaut, wie viel wir machen sollen. Ah! 1200 PS. Hoppla. Hoppala. Oh Mann, lass mich doch da einfach durch. Mann! Ja, aber leider passt ich nicht so richtig schnell genug. Das möchte ich eingrätschen. Aber so, sie gehen wir so nach vorne hoch. Alter, es wird nicht mehr fahrbar. Alter, die Sache ist, wir haben Rennfahrwerk drin und trotzdem macht die Kiste den hier. Also der fängt, also man sieht es nicht aktiv, aber beim Fahren merkst du, dass dir, umso mehr du ins Gas gehst und die Karre, umso mehr sie halt reintaucht hinten, umso mehr geht die Lenken flöten. Du kannst halt nicht mehr lenken, weil die Kiste halt vorne halt Kontakt mehr hat. Ich kann jetzt hier mal Gas geben. Dafür kann man wunderbare Allrad-Power-Slide machen. Aber Lenkung ist eine Katastrophe mit der Leistung. Der Wagen lässt sich überhaupt nicht mehr handeln. Ich meine, ich finde es absolut cool, dass momentan jedes Auto komplette Powerhouses gebaut werden können. Also, dass du jedes Auto irgendeinen bescheuert starken Motor hast. Das ist echt eine geile Attitüde. Holy fuck! Ah ja, schöne 2D-Textur. 2024, meine lieben Damen und Herren. Ja, ich weiß, man sieht den Unterboden nicht die ganze Zeit und das ist verschwendete Arbeitszeit, I get it, aber.
2024 noch einmal. Wir springen hier ein paar Mal. Es gibt ein paar Möglichkeiten, dieses Spiel abzuheben und das Fahrzeug zu gucken. Ist nicht so, dass das ab und an nur passiert. Ich möchte das nur kurz reinhauen, ne? Könnt ihr machen, was ihr wollt mit. Weil bei ihm sieht man es nicht so stark wie beim Autoslam. Davon ist es wirklich frech. Ich brauche nicht mal ein Driftfahrwerk. Ich brauche einfach nur 1000 PS auf Allrad. In dem Kübelwagen. Das Ding ist komplett am Whippen. Vor allem alles am Wegwippen. Zäune, alles. Du hast dein Ziel erreicht. Ich hoffe, das ist keine persönliche Bestleistung. Gott sei Dank nicht. Aber 119 km war, glaube ich, schon nicht so verkehrt. Nee, war ganz okay für. Ich schmeiß das Ding da einfach rein und guck, was der Wagen mit mir macht. Guck, wie der Taco halt einfach schon ab 100 aussteigt. Aber das Ding schwimmt wie Scheiße auf der Vorderachse. Was ist denn das? Du hast überhaupt keinen Grip. Die Vorderachse ist so. Alle paar Minuten mal hat sie mal das Recht, Kontakt zur Straße zu pflegen. Aber da wird dann auch immer wieder direkt drauf kommen. Nee. Wir haben jetzt wieder Grip-Probleme. Also komplett wildes Fahrzeug. Es ist auch wieder eins der Jux-Fahrzeuge, muss man ganz klar sagen. Das ist jetzt kein Auto, wo Leute sagen, oh, damit jetzt mal eine Rennmeisterschaft fahren. Oder hier und da. Das ist ein Jux-Fahrzeug. Das ist natürlich so ein Ding. Das ist einfach cool, nice to have. Und das Offroader vielleicht auch ganz cool. Aber das ist natürlich jetzt nichts, was ich dann sagen würde, ja, das ist auf jeden Fall ein neues Meta-Fahrzeug. Kann durchaus mal sein. Das passiert gerne mal im abrupten Zufall. Ich meine, fucking Boneshaker. Also dementsprechend. Es gibt auch Grund, warum wir keinen Rank mehr haben. Weil es dominiert werden worden würde vom VW-Kübelwagen. Und Forza das nur ungern sehen möchte. Kann ich verstehen. Aber das ist gewesen für dieses kleine Tuning. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Der Bügel vorne ist nett. Aber da ist so viel mehr Potenzial. Da hätte man viel lustigen Stuff mit machen können. Also viel, viel lustigen Stuff. Da hätte ich auch gedacht, scheiße, die Hierarchie von dem Auto oder Historie, was auch immer. Historie. Geschichte von dem Auto. Macht damit wilden Stuff. Krassen Flügel dran, Breitbody-Kit oder irgendwie so Kram. Oder lasst mich halt das Dach runternehmen. Sonst könnt ihr euch überlegen, was man davon hält. Ne, sag ich, wie das ist. Ich fühle mich immer ein bisschen eingeschränkt bei sowas. Aber das auf jeden Fall dazu. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen rum. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein, bis dann. Tschö, tschö. Clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to black on my blessings. They thought I lost a stepping.